wenn's Tote gibt, gierig zu deinem Loch auskriechst. Wenn dann wochenlang am Tatort um die Häuser schleichst. Wenn die Nachbarn von Opfern ausquetschen gehst. Und nicht mal die Familien und die Freunde in Ruhe lässt. Wenn du die bedrängst, am Telefon und auch daheim. Und wenn du auch nicht aufhörst, wenn sie zehnmal sagen Nein. Dann bist du kein Arschloch und auch keine dumme Sau. Dann bist du kein Riesentrottel und auch keine Trottelfrau. Dann bist du nicht pietätlos, bist du nicht mal besonders grob. Nein, dann bist du Blickreporter und machst ja nur deinen Job. Wenn die nicht mit dir reden wollen, dazu zwingst. Wenn du nicht drohst, dass du sonst irgendein Gerücht über sie bringst. Wenn du wild und völlig haltlos über Täter spekulierst. Und unbescholtene Leute als verdächtig präsentierst. Wenn du sagst, man soll das Foto vom Verhafteten jetzt geben. Weil sonst einfach würdest du ein Bild vom Unschuldigen nehmen. Bei der Gedenkfeier vor der Kirche rumstehst und die Angehörigen nicht mal dort ungestört Trauer lässt. Wenn du eine blöde Frage stellst und nicht heimgehst, bevor du die Erinnerungsbilder beim Altar kopieren kannst. Wenn du die dann ohne zu fragen auf die Titelseite tust und ab so viel Dreistigkeit nicht selber kotzen musst. Dann bist du kein Arschloch und auch keine dumme Sau. Dann bist du kein Riesentrottel und auch keine Trottelfrau. Dann bist du kein Idiot, sondern gehörst zum Boulevardmob. Ja, dann bist du Blickredakteur oder schreibst für Bessie und fühlst dich wahrscheinlich gut dabei, weil du machst ja nur deinen Job.